Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, Ahlul Batil, die Leute, die falsche Glaubenslehren verbreiten, egal ob sie von den Nichtmuslimen sind oder von irrgegangenen Gruppen, Sekten unter Muslimen sind, haben sehr häufig eine Taktik, bestimmte Dinge zu zitieren. Ja? Sie zitieren etwas aus dem Buch, das steht da und da und da und da. Wenn das aus einem authentischen Buch ist oder aus einem Buch ist, was allgemein bekannt ist, ist es sehr häufig so, dass es gar nicht dort steht. Wenn du nachschlägst, es steht gar nicht dort. So. Oder, dass sie es falsch übersetzt haben. Ja? Oder, dass es dort steht, aber nicht authentisch ist. Zum Beispiel, in Kutub al-Sitta gibt es viele Hadithe, die nicht authentisch sind. Das spielt für uns also keine Rolle. Oder, dass es eine bestimmte, die andere Möglichkeit ist, wenn dem nicht so ist, dass es wirklich authentisch ist, dann gibt es eine Erklärung von den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jamaa, denn ansonsten hätten sie den Hadith nicht oder die Aussage nicht akzeptiert. Dann geht es noch weiter. Ja, dass sie aus Büchern zitieren, die nicht jeder hat, die nicht allgemein erhältlich sind. Im Buch XY von Sheikh XY steht das und das, da kommen sie mit irgendeiner Absurdität. Wie geht ihr hier ran? Ihr müsst sagen, das spielt für uns keine Rolle, was Sheikh XY, der Gelehrte vor 1000 Jahren dort und dort in dem Buch geschrieben hat. Denn was sehr häufig der Fall ist, und das wissen viele Muslime nicht, die Gelehrten der ersten Generationen hatten sehr häufig eine besondere Herangehensweise beim Schreiben ihrer Bücher, was viele heute nicht wissen. Sie sind zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel von At-Tabari. Tabari ist zum Beispiel hingegangen und hat in seinem Tafsir zu einem bestimmten Vers alle Meinungen aufgezählt. Egal, ob die authentisch sind oder nicht authentisch sind. Mit dem Isnad, mit der Überlieferungskette. Warum? Weil das Buch, was Tabari geschrieben hat, der Tafsir, der übrigens der beste Tafsir ist, in meinen Augen, war nicht dazu gedacht, um in der Bücherei an den Laien verkauft zu werden. Der war dazu gedacht, um von Gelehrten in ihren Zirkeln, in ihren Kreisen unterrichtet zu werden und darauf zurückgreifen zu können. Und der Gelehrte, der aus diesem Buch vorgelesen hat, war so weit, dass er wusste, aha, diese Überlieferung ist authentisch, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Hier ist der und der, hier ist die und die, hier ist der und der drin, der und der Überlieferer, hier ist der Kitab. Das waren Gelehrte, die das unterrichtet haben. Oder zum Beispiel die Tarikh-Bücher, die Geschichtsbücher. Die Geschichtsbücher sind in den meisten Fällen früher so geschrieben worden, dass alle Aussagen einfach aufgezählt worden sind. Deswegen lasst euch nicht nervös machen, wenn jemand mit irgendeiner Aussage kommt, oh, der Sahabi XY hat das und das gemacht, der dies und das hat das und das gemacht. Und dann wird irgendein Buch zitiert, was du gar nicht kennst, von einem Gelehrten, den du vielleicht gar nicht kennst. So. Sondern wisse, was deine Religion ist. Und deswegen sage ich auch, guck mal, das, was ich gerade gesagt habe, ist garantiert den meisten von euch nicht bekannt. Den meisten von euch nicht bekannt. Den meisten. Oder? So, zum Beispiel, wie Tabari herangeht bei seinem Tafsir, bei seinem Geschichtsbuch und so weiter. So, wenn jetzt jemand zu euch gekommen wäre und sagt, hier, Tabari sagt dort und dort. So, dann sagt man, oh, Tabari hat das geschrieben. Man weiß nur, Tabari ist ein großer Gelehrter. Aber man weiß das nicht. Deswegen lernt erstmal die eigene Religion, damit ihr wisst, wie ihr mit solchen Texten umzugehen habt. Das ist nur ein Ratschlag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Send me location.